Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Sword of Mana. Im letzten Part haben wir hier ganz Lorimar gerettet. Und jetzt geht's weiter, wo auch immer das ist. So, wir wollen ja eigentlich zum Wilde Wildniskanone. Ja, das klingt doch noch was. Ja, da wollten wir doch hin, hat's mal was geheißen. Also, ab in die Wilde Wildnis. Wilde Wildnis klingt nicht nach etwas, das ich einfach so durchlaufen kann. Ich speichere mal lieber. Gespeichert. So. Eigentlich müsste ich doch nach Norden, oder habe ich mich da irgendwie mit Karte verschaut? Oh Gott, ich werde von Hühnerfüßen attackiert! Autsch. Und die Steine machen mir auch Schaden. Ja, komm schon. Vögel? Kann ich die Vogel wenigstens Schaden machen? Vorbei. Ja, sogar heftigst. Ja, habe ich jetzt eben wirklich einfach mal so, ja, 50 Schaden gemacht. Nicht schlecht. Jetzt schauen wir noch, der Bogen könnte sich als effektiver hier erweisen. Gleicher. Yeah! Voll die Bogenschussbarrage. Ja, hier kommen wir dann wieder mit der Kette drüber. Wir schauen jetzt mal, was ist sonst für... Wow, der Stein hat seilig. Oh. Oh, Volltreffer. Hm, was gibt's hier unten? Ein Bonbon. Oder ein Zeltchen, wie der Zürcher es nennen würde. Oh, eine Eule. Naja, die nimmt auch einen Haufen Schaden. Hey, Level Up! Schon wieder. Level 15 beim Kampfsportler. Gerne. Und dann noch die Ketten. Oh, da war ein Dämon. Meine Ketten machen aber gut Schaden bei dem. Anscheinend. Ja, du bist mir, weißt du, wie egal. Du stirbst sowieso nur die ganze Zeit. Wow. Uhu. Ja, das macht nicht so viel Schaden wie der Bogen. Dann versuchen wir den Bogen noch beim Teufelchen aus. Wow. Ja, ich sollte vielleicht wirklich mich auf den Bogen konzentrieren. Scheint irgendwie den Gegner nicht zu schmecken, wenn ich den einsetze. Mein Bogen ist meine Tötungsmaschine. Ob Boss oder Gegner, jeder wird fallen. Ich habe keine Ahnung, wo ich durch muss und wo ich im Moment gerade durchgehe. Und ob es richtig ist, das war anscheinend falsch. Oh. Engelskelch, na toll. Das hat mir auch wieder gar nichts gebracht. Dann halt wieder zurück. Okay, hier gibt es noch einen Weg. Vielleicht mal schnell noch heilen. Ja, noch nicht. Toll. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Noch nicht. Ich möchte eigentlich zuerst wissen, wo ich durch muss. Ja, ihr seht schon, ich bin nicht so der Level-Up-Farmer, wenn ich nicht gerade muss. Dionholz. Das könnte einen netten Bogen geben. Immer an einem besseren Bogen interessiert. Boah. Was für ein schockendes Erlebnis. So, ich gehe immer Richtung Norden, sofern man mich lässt. Weil ich ja von der Karte her noch weiß, dass der Unterseevulkan im Norden war. Irgendwo. Ein Kaktushaus, das ist schon ein gutes Zeichen. Möchtest du ein Kaktushaus sprießen lassen? Gerne doch. Wir haben nämlich da noch einen Haufen Pflanzen, also Früchte und Gemüse, was wir da pflücken können. Genau. Lilienerbsen, ne, nicht so speziell. Stachelmöhre, war auch schon besseres gesehen. Honigzwiebel. Und Stachelmöhre nochmal.
Naja, wir haben wieder ein paar Samen, die werden wir ihm natürlich gleich auch mitgeben. Red mit mir! So. Was können wir? Zwei Sachen können wir machen. Große Samen mit Untersamen. Und, keine Ahnung, ovaler Samen mit kleiner Samen. Ja, ich weiß, ich habe nur einmal zu viel gedrückt. So, dann schauen wir uns, was der Kaktus Franz zu erzählen hat. Villa Devius. Die Dienstmädchen in der Villa Devius haben alle spitze Ohren und glasige Augen. Wenn man sich in so eine verknallt, hat man es bestimmt nicht leicht. Okay. Du bist ein Kaktus, das weißt du. Ja. Ich möchte gerne schmieden. Ja, neu schmieden. Ich würde ja mal schauen, was da der Bogen so machen würde, wenn ich den aus Dirnholz. Palmholz würde ihn schlechter machen. Dir. Oh! Gott, okay, die Dion-Waffe, die ich behalte, ist mal sicher der Bogen. Dann haben wir vielleicht noch das Schwert, dass wir etwas daraus machen können. Keine Ahnung. Schwächer, schwächer, schwächer. Obsidian. Obsidian-Klinge. Da könnten wir einen Morgenstern draus machen. Oder die Axt. Obsidian-Axt. Ja, ist nicht mal stärker. Die Klauen. Mit denen können wir noch schlagen. Die sind auch überall schwächer. Dann haben wir hier noch die Ketten, die wir recht viel brauchen jetzt hier in diesem Level. Die wären glücklich über Obsidian, aber nicht so sehr, wie ich glücklich wäre. Oh, dann schauen wir mal nach der Rüstung. Ein Helm aus Obsidian. Wieso nicht? Ah, weil er nicht möchte. Ja, gut. Warte mal, ja, ich könnte noch die Rüstung von meinem Kollegen verbessern, aber hey, glaube ich. Ja, Lester. Wen interessiert Lesters Rüstung? Der hat ja nicht mal eine richtige an. So, das würde auch nichts bringen. Ja gut, komm, dann lassen wir es sein. Wir haben unseren Bogen da auf, keine Ahnung was, getuned. Wir sollten jetzt ohne Probleme alles aus dem Weg räumen können, was sich uns in den Weg stellt. Der Kaktus Franz geht noch was einschreiben. So, mein neuer Dionholzbogen. Jetzt fragt sich nur, wo geht's weiter? Ich habe hier einen Ort, wo ich mich hinziehen lassen kann. Aber das wird's nicht sein. Also muss ich wieder zurück. Wow. Ja, gut. Das ist mal ein Bogen, wie ich ihn liebe. Du kannst nicht hinunterkommen. So, denn ich mach dich platt, wenn du es tust. Ja, das Pflanzenelement macht dem überhaupt nichts, aber das kann mir so egal sein, weil ich einfach so reinretze mit Schaden, dass es dich sowieso gerade umnietet. So müssen alle meine Waffen sein. Naja, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an mir am Level. Ich möchte doch nur darüber kommen. Danke. Ich wollte den Gegner gar nicht töten, Spiel. Du machst es mir nur schwer. Oh. Oh. Zuerst hier. Aufmachen. Schokolade. Und eine Walnuss. Klingt so, als trauen sie sich nicht zu, dass wir genug Leben für uns selbst haben. Ja, ich möchte zu meiner Göttin beten. Ja, ich möchte den Spielstand überschreiben. Ja, ich möchte den Bogen wieder ausrüsten. Unterirdischer Fluss. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet. Da kann ich da. Eigentlich könnte ich jetzt mit dem Bogen hier locker Erfahrungspunkte farmen. Die Gegner kommen nicht an mich ran. Ich mache fast unendlich Schaden. Ja, fast unendlich. Die haben auch Leben, du. Aufsteigen. Magier, ja. Der Lester kommt auch noch eine Stufe hoch. Ich hoffe, er macht irgendwas Gescheites damit. So, das war mal Fisch.
Ich weiß nicht, warum die Kisten mit Fallen in ihrem Magen tragen. Bombe, boom. Stachelsamen. Ja, das sind wenigstens gute Samen. Nochmal heilen. Gut. Und dann weiter. Der unterirdische Fluss. Oh, mit grauen Krabben. Dem mache ich schon weniger Schaden. Mache ich den hier auch so? Nein, bei dem mache ich noch recht viel. 170 hätte den. Wow, ist der jetzt einfach so durchgegangen wie eine Wasserdüse? Egal, dann ist der Lester halt wieder tot. Es ist so wie wenn Feline in Monster Hunter niedergeht. Könntest es zwar brauchen, aber zum Schluss ist es sowieso nur da, um abzulenken. Oder du hast eine Spezialaufgabe für ihn, dann ist es wieder was anderes. Wieso kann ich hier rein, aber dann ist nichts drin? Finde ich nicht gut, Spiel. Finde ich gar nicht gut. Kann hier rüber? Nee. Oh Gott. Jetzt fängt's an. Hier hoch komme ich auch nicht. Und hier gibt's auch keinen Weg hindurch. Irgendwo muss... Ach so, okay. Ja. Deshalb wäre es eigentlich immer gut, wenn du so eine... Wenn man die hier... Ach, ich mache viel zu wenig Schaden bei dem Typen. Bogen. So, gut. Wenn man die Kette eigentlich trainiert, wollte ich sagen. Weil dann hat man eine Waffe, die man immer einsetzen kann. So, ich muss wohl hier durch. Dann hier hoch, denke ich mal. Gehe ich mal. Komm, nerv nicht mit den blöden Stellen hier. Wow, Killer-Seepferdchen. Hat er auch einiges am Leben. Oh, Killer-Krabben. Achtung, Kingler kommt. Shiny Kingler ist, glaube ich, gelb, nicht grau. Ich könnte mich jetzt auch irren. Ja, genau. Mit Klauen, mit Wärmesucheffekt, oder wie? Komm jetzt irgendwie hier runter. Und hier zum unterirdischen Fluss. Irgendwie glaube ich... Alligator-Auto, da könnte man sich auch nette Sachen draus machen. Irgendwie glaube ich, dass hier auch Mimics drunter sind. Fischschuppe? Das gibt sicher eine Aquawaffe. Wassermünze? Wollte mich hier irgendwie mit Wasser versorgen, oder wie? Lorimar-Stahl. Du weißt aber schon, dass wir in Lorimar im letzten Part waren. Also nein, in diesem Part waren wir es auch noch kurz, aber nur kurz. Gut, dann nicht hier durch. Sind wir irgendwo falsch gelaufen? Jetzt muss ich nur überlegen, wie kommen wir hier wieder runter? Einfach runterspringen, natürlich. Hier durch und wieder mit der Kette. Durch. Hm. Ach, den kann ich ja mit dem so gut wie nicht besiegen. Haben wir ja schon mal rausgefunden. Wie ein Fisch an Land. So, der Bogenskill ging nochmal hoch. Ja, also wenn ich jetzt irgendeine Fähigkeit trainieren müsste, dann wäre es wahrscheinlich irgendwas, was mir den Kampf mit dem Bogen erleichtert. Aber ich muss zugeben, so wie es jetzt ist, bin ich auch nicht unzufrieden mit der ganzen Sache. Komme ich hier nicht hoch? Doch. Ah, Xi, ja genau, da ist er. Habe ich doch nur auf Mimik gewartet. Werd wieder groß. So. Dann versuchen wir es jetzt. Unser Glück mit dem Bogen. Kein Glück mit dem Bogen. Die Lumi sollte dafür aber einiges ausrichten können. Engelskelch. Ja, ich möchte nicht noch viel mehr Illumi verschwenden, deswegen nehmen wir die Klaue.
Müssen die... Oh Gott, nee. Warte, sie kommen nicht an uns ran, außer sie machen da ihren Wasserschuss. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können hier beide auf einfache Art und Weise umbringen. Die Erfahrungspunkte, die wir dadurch erhalten, sind natürlich immer willkommen. Dann hier hoch, dann gehe ich jetzt einfach mal hier runter. Das ist hier die Tür zu. Wow! Muss das sein? Komm hier rüber. Jetzt haben wir wenigstens das Geheimnis der Löcher entdeckt. Wow, das war eine Wasserdüse. Gut, hier waren wir, das brauchen wir also nicht mehr. Ah, aber wo wir noch durch können, ist unten durch. Ja, unten durch, hier unten durch. Was uns aber noch zu einer Truhe bringt. Schokolade. Okay. Ich bin verwirrt. Bin ich hier irgendwie groß falsch gelaufen? Ich hasse Dungeons, die das machen. Dass man sich da großräumig verlaufen kann. Ist das noch drin? Ja, gut, ich weiß. Oben, dann ist Schluss mit Fisch. Nein. Muss ich nur dastehen? Okay, wenn es reicht. Komm, Fischi Fisch, ich bin hier. Komm schon. Braver Fisch. So, jetzt können wir wenigstens die Kette behalten. Irgendwo geht's hier weiter. Hoffe ich und glaube ich. Ich glaube, ich bin hier nicht sonst nicht an verschiedene Wegmöglichkeiten hingelangt. Glaube ich nur hier, wo man die Möglichkeit hatte, ein bisschen was am Weg zu ändern. Also gehe ich davon aus, dass ich doch hier lang muss. Hoffe ich. Weil das hier sieht doch so wie ein Ort aus, an dem ich mir vorstellen könnte, dass es weitergeht. Wenn es weitergehen würde. Oben haben wir kein Land, also gehe ich nicht davon aus, dass es hier oben etwas gibt. Aber hier oben haben wir Land. Da kommen wir dort hoch. Die Gegner sind auch neu, was es auch wahrscheinlich macht. Ich kann hier aufspringen. Ja, das ändert aber nichts. Gott. Da irgendwie Wasser einlaufen lassen oder das Wasser ablaufen lassen. Ich habe keine Ahnung. Spiel, erklär dich mir. Gehen wir einfach mal hier nach unten und zurück. Ich traue es dem Spiel zu, dass wir jetzt alle die Tunnel hier finden müssen und da uns wegspielen lassen müssen. Aber zum anderen glaube ich es auch nicht, dass es so geht. Oh Spiel, du bereitest mir wieder mal die schönsten Freuden. War das schon der Eingang, Ausgang, beziehungsweise, ja, war es schon. Ja gut, dann würde ich sagen, speichern wir und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Sword of Mana und bis dann!